Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. So, letzte Runde hat Klein-Makedonien schon ein bisschen weiter rumgemordet. Aber jetzt ist meine Full-Stack-Armee wieder da. Ist ganz gut und der hat die Belagerung einfach so aufgelöst, was auch ein Vorteil für mich ist. Genau, die Gallische Konföderation hat letztes Mal mir angeboten, ein Klientel zu werden, hat es aber gleich danach gebrochen. Und wenn ich denen jetzt den Krieg erkläre, dann bin ich böse. Naja, egal. Genau, die sind... Warte, ich kann einfach mal zeigen. Ja, die sind jetzt ganz böse auf mich. Ich weiß nicht warum. Ja, hier, also die Full-Stack-Armee lasse ich mal da. Ich würde denen halt gerne den Krieg erklären, ehrlich gesagt. Ah, meine Güte. Genau, hier räume ich dann auch bald auf. So. Genau. Letztes Mal haben wir fast fertig gemacht, oder fertig gemacht. Und jetzt können wir schauen, was die KI macht. Bin mal sehr gespannt, weil vor allen Dingen was, wie heißen die, Kanauten oder so? Also die ganz im Norden machen jetzt. Wie heißen die? Keine Ahnung. Nabatea hat auch gefragt, ob sie ein Klientel von uns werden können. Haben wir abgeschlagen, weil ich will Alexandria wieder zurückhaben. Ach. Das sind zwei fette Armeen. Das sind zwei fette Armeen. Ja, an sich brauchen wir das auch nicht zu spielen. Also wir werden zwar einiges vernichten von ihm. Aber ja. Nee, das braucht man nicht zu viel. Also, wenn man das hier so berechnet, ist halt der Nachteil, dass, also man sieht's, er hat jetzt hier 30, ja nee, 22, 25, was sind die? Also er hat überall quasi mehr oder weniger einen verloren und das war's. Und hier hat er keinen verloren, also bis auf die. Aber, also ich hätte wahrscheinlich mindestens einen komplett vernichtet. Aber, ja, das war nicht notwendig jetzt, also. Ich meine, da komme ich einfach mit der nächsten Armee dann gleich hin und gut ist. Aber Massilia, die haben schon noch sehr große Armeen, also Massilia ist noch nicht, vor allen Dingen Massilia hatte noch die komplette, hat noch komplett Spanien und Portugal. Also wird es nochmal. Kanuten, genau. Kanuten. Oh. Bestechungsversuch. Rang erhöht. Invasionsstreitkraft geht an Land. Natürlich kann ich den nicht angreifen, ne? Das ist immer. Die KI weiß genau, wo man hinkommt. So. Ja, das ist auch super. Du gehst jetzt mal wieder hier zurück. Ja, das ist ganz gut. So. Dann nehme ich das wieder zurück.
einmal aus dem Haus gegangen und schon zicken die rum, ne? Die ist unmöglich. So. Wo steht die nächste Armee? Da steht die nächste Armee. Die geht mal gleich hier wieder an die Front. So, jetzt muss ich mal schauen. Wie sieht es politisch aus? Sieht es immer noch ganz gut aus. Minus 50. Tja. Wenn du bei mir geblieben wärst, wäre alles gut gewesen. So. So, weiter belagern und du. Ja. Der ist da relativ ungünstig. Aber schauen wir mal gleich. So, der mag mich noch, hoffe ich. Mit denen können wir jetzt eigentlich über. Den könnten wir jetzt eigentlich rübergehen. Okay, Memphis wurde einfach allein gelassen. So, mit dem Rand der Welt werde ich jetzt dann angreifen dann gleich. Oder nächste Runde. Gut. So, ich glaube, das war's auch schon für diese Runde. Viel werden wir nicht mehr machen. Ah. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, an sich könnte ich hier weiter einnehmen, aber der hat. Ja. Ich warte noch eine Runde. Genau, dann sind alle vollständig geheilt. Und dann passt es. Okay. Dann. Schauen wir mal kurz. Die ganzen Seemänner, oder? Ah, nee. Hier noch einen. Und weiter geht's. Gut. Ich dachte eigentlich, wir wären jetzt schneller wieder fertig. Aber dadurch, dass wir von überall mehr oder weniger angegriffen werden. Also seht ihr ja hier, das haben wir gerade eingenommen. Dann Schiff der andere, also die andere Fraktion schifft dann in meinen Rücken rein. Oder shift. Das klingt so nach Pinkeln. Dieser sinnlose Krieg könnte heute schon enden. Ja, Klientel, ne? Ja, wirst du nicht selber schuld. Genau. Also Invasionsarmee geht in meinen Rücken. Ich gehe zur Armee und der andere greift wieder die Front an. Also. Ist immer so hin und her geflappel. Ja, stirb. So. Wow, er macht es sogar auch bei meinem Kumpel. Sehr gut. Also nicht sehr gut, aber gut, dass es nicht nur bei mir ist. So. Ach, jetzt geht er dahin. Und er sagt, dass er das schafft. Ihr schafft das. Ja, wenn ich es automatisch mache, ja. Aber so. Also, wie soll er das denn schaffen? Das schafft er nicht. Hm.
So. Uiuiui. Das ist mal interessant. Warte, bevor ich wieder die Armee vergesse. Hier. So. Das ist eine geile Zitadelle hier. Die ist richtig cool. Vor allem das ist halt richtig schwer, in die einzunehmen. Holy moly. Holy moly. Ich überlege gerade ernsthaft, dass ich mich wieder zurückziehe, die einfach kommen lasse. Oder hier alles vernichte. Ah nee, das So, Gefecht starten. Bitte Brandgeschoss, Brandgeschoss. Sehr schön. Ja, der hat sogar einen Rambock. Aha. Wusste ich gar nicht. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Macht es dann wirklich Sinn, hier hochzugehen? Ich meine, die da halte ich locker auf. Aber sobald er... Komm. Ich will wissen, wie das ist. Ich will wissen, wie er das übernehmen will. Warte, was? So, ein Fernkampf. Zu Befehl. Kommandant. Der Feind hat die Tore eingenommen. Das ist cool. Oh Mann. Ich hoffe, die kommen rechtzeitig um an. Steinschleuderer! Was denn gut ist für mich, dass hier das Haupt der Hauptpunkt ist. Das habe ich gesagt. Doppelte Geschwindigkeit. Genau das. Also hier will ich nicht hoch, ne? Uiuiui. Abblieben!
Makedonien! Schnelles Marschieren! Wir können beide nicht schießen. Oh Mann. Oh Mann, ich bin gerade ein bisschen geflutscht. Oh, der war krass. Mach du mal selber. Feldartillerie wartet auf Befehle. Ohne Gott! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Feldartillerie bereit! Aber die konnte sich jetzt auch drehen und die kann sich jetzt auch. Hä? Ich check's nicht, wann die sich alle drehen können. Ich mache jetzt mal die Mauer kaputt. Der feindliche General ist. Weil dann sterben nämlich die kompletten dann werden alle gestorben. Ja, so. So, gut. Ich mach mal vorspulen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, Surprise, ne? Gut. Wir getötet. Ich habe 146 getötet. Und knapp 700 hat er verloren. Ne? Also, an sich, solche Belagerungen sind eigentlich immer. Also, man hat eigentlich 60% hat man Chancen. Hier hätte ich rein theoretisch auch Chancen, wenn er nicht die PC-Teilreue hätte. Also gegen PC-Teilreue kann ich. Ja, habe ich keine Chance. Habe ich einfach keine Chance. Aber ich finde es irgendwie cool, dass die Abtrünnigen jetzt so ein großes Problem geworden sind. Finde ich irgendwie cool. Sollen wir aufeinander herumhacken, bis unsere Feinde sich an unserem Fleische ergötzen können? Oder schließen wir Frieden? Du hast mir gerade den Krieg erklärt, du Spakomat. Meine Güte. Wir hatten zwei Runden.
Oh, ein Held ist getötet oder schon tot. Hä? Wo ist der hin? Wo ist die feindliche Armee hin? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wieder dahin. Aber ich hol mir ja mal zuerst, oh, kann ich nicht. Die da. Und... ja, ich warte noch auf den Belagerungsturm, dann können wir angreifen. So, du gehst jetzt Richtung Alexandria. Und dann holen wir uns Alexandria wieder zurück. Gut, und die haben sich ja jetzt eingebunkert hier. Ah, nach Angriffe bin ich sogar schlechter. Ich mach automatisch. Weil... ja, bei so Belagerungs... was ist das denn? Greifknochen. Schutzstellung, damit die Pferde nicht an die Front geschickt werden, sondern schön zur Seite. Gut, genau, bei so Befestigungen nehme ich sehr gerne automatisch, weil dann berechnet er das Ganze und ich bekomme nicht die ganzen Probleme durch die Türme. So, zwei Runden, oder gehört es mir? So, dann gehe ich mal wieder durch. Ja. Wir haben jetzt seit 300 Nahrung. Junge, Junge. Das ist natürlich heavy. So, das war's. Theresa geht mal weiter nach hier. Pervika. Interessanter Name. Geht mal nach da und schützt meinen Dude vor Agenten. Die rechte Faust bekommt noch was. Das ist schön. Und Eurydämon. Wow. Der hat Dämon im Namen. So, Siedlung verloren. Das ist alles gut und schön. So. Charaktere. Könnt ihr mal heiraten, bitte? Das wäre herzallerliebst. So, noch mehr Kinder. Der noch nicht. Ja. Nicht aufgeben, meine Freunde. Nicht aufgeben. Okay, alles klar. Gut. Ah, der 17 sieht aber schon aus wie 43. Naja. Wir hungern
Der kann halt ja jetzt auch nichts machen, ne? Der kann nicht weiter angreifen. Der könnte hier angreifen, aber das gehört ihm. Ja, wobei die Verteidiger Pellas. Stimmt, die können eigentlich schon. Hier und der kommt. In der nächsten Runde dahin dazu. Okay. Und weiter geht's. So, an sich hätte ich ja jetzt auch schon Schluss machen können, aber mal schauen, vielleicht werde ich ja diese Runde nicht angegriffen. So. Sparta nervt ein bisschen. Also. Oh. Post ist da. So. Der geht aus. Fenster zu. So, ich habe aus Versehen habe ich Aufnahme stopp gemacht und nicht muten, aber egal. Gut, dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.